Sportlich, leicht, kompakt. Die 02-Serie begründet die BMW-Tradition des leichten, schnellen Automobils. Wegweisend und innovativ. Mitte der 60er Jahre war BMW sehr erfolgreich mit der neuen Klasse und ihren verschiedenen Modellen. Man hat aber festgestellt, dass in diesem Bereich durchaus noch Platz ist für ein weiteres Fahrzeug. Unterhalb der neuen Klasse sportlich, kompakt, auch mit etwas mehr Leistung, denn dieser Bereich war kaum besetzt. Man hat daraufhin den BMW 1600 entwickelt, der kurze Zeit später, um ihn abzugrenzen gegenüber dem 1600er der neuen Klasse, umbenannt hat in 1600-2. Die Limousinen der neuen Klasse geben BMW in den 60er Jahren ein völlig neues Gesicht und stellen die Weichen für die Zukunft. Dynamik und Leichtbau auf kompaktem Raum sind nun das Erfolgsrezept. Das neue Modell basierte auf der neuen Klasse, aber die Karosserie wurde vom Designer Wilhelm Hofmeister um 23 cm gekürzt. Das Fahrzeug wurde in Genf auf dem Automobilsalon 1966 vorgestellt. Es war ein sportlich kompaktes Fahrzeug mit 85 PS und fand schnell viele Bewunderer. Die 2 im Übrigen in der Modellbezeichnung rührt daher, dass das Fahrzeug grundsätzlich nur mit 2 Türen ausgestattet war. Mit seiner übersichtlichen Karosserie und dem agilen Handling war der BMW 1600-2 sehr beliebt bei den sportlich orientierten Fahrern. 1968 revolutionierte ein neuer BMW die Automobilwelt. Der BMW 2002. Viele Jahre das Symbol einer Sportlimousine. Die sportlich orientierten BMW-Fahrer verlangten ziemlich schnell nach etwas mehr Leistung und BMW gehorchte gerne. Und ab 1968 gab es den BMW 2002 mit 100 PS aus einem 2-Liter-Motor. 3 Jahre später wiederum gab es eine weitere Neuerung, das erste Mal in der kompakten Klasse bei BMW ein Einspritzmotor. Das war der 2002 TII mit 130 PS. Und noch einmal 2 Jahre später wurde der Leistungsgipfel erreicht mit einem 170 PS Turbomotor aus dem 2002 Turbo, der damit das erste Turboserienfahrzeug in Europa war. Die Magie des Turbos ist entdeckt. Die BMW 02-Serie gibt nun auch im Rennsport entscheidende Impulse und dominiert Rallyes sowie die deutsche Rennsportmeisterschaft. Von der BMW 02er-Reihe wurden über 860.000 Fahrzeuge gefertigt. Den größten Anteil daran hatte der BMW 2002 mit 339.000 Exemplaren. Die 02-Baureihe. Bis heute ist sie der Inbegriff für kompakte Sportlichkeit und der Wegweiser für eines der legendärsten Modelle in der Geschichte von BMW. Der BMW 3er.